Letztes Mal in Planet Zoo. Und du wirst entsprechend neue Vivarien und Gehege für sie bauen müssen. Na, dann mal los. Ich schaue wieder vorbei, wenn du fast fertig bist. Na, das sollten wir doch hinbekommen. Ah, mal in die Ziele schauen, wie viele sollen es denn sein? 12 Tierarten. 9 haben wir bis jetzt. Und nun zurück in die Tierwelt. Dann machen wir das so. Barrieren, was brauchen die denn eigentlich? Tapir. Ich hätte gern mal die Zoopedia zu diesem Tapir. Wo war denn die jetzt wieder? Ja, ja. Zum mittelamerikanischen Tapir. Stark gefährdet. Lebensraum, was ich bräuchte mal. Eine Info. Okay, Zaungrad 2 über 1 Meter. Mhm. Gut. Reicht uns das schon? Widerstandsgrad 4 ist das, okay. Selbst das wäre 3. Bei Glas hätten wir 2. Naja, dann nehmen wir diese Barriere hier und fangen direkt mal hier an. Und die kann aber eigentlich an auf 1 Meter bzw. knapp über 1 Meter verringert werden. Das ist aber sehr lang. Vielleicht eher 3 Meter. Und können wir das rund machen? Ne, eher nicht, ne? Na gut. Okay, jetzt können wir es natürlich deutlich verlängern. Und jetzt hätte ich gern mal Snapping an. Die Frage ist, bräuchte ich eigentlich mehr Platz oder... ich glaube, es würde vielleicht Sinn machen. Wenn wir einmal hinzufügen und das dann vielleicht nach hier verschieben. So. Auch hier mal noch ein bisschen vergrößern. Ich glaube, wir gehen ja einfach noch ein Stück vor. Und dann einmal komplett rum und können das Ganze ein bisschen absenken, weil so hoch muss das nicht sein. Ja, so meinetwegen. Sollte hoffentlich ausreichen. Wobei wir eigentlich hingehen könnten und könnten das hier ein bisschen anheben. Das kann unten bleiben, aber hier an der Stelle... Ah, nee. Gut. Eigentlich wollte ich das hier ein bisschen... Okay. Dann machen wir das so und hier holen wir es wieder ein kleines bisschen runter. Genau. Das dürfte jetzt soweit passen. Müssen wir aber eventuell das Gelände hier innen ein bisschen absenken, aber mit weniger Stärke bitte.
draußen eventuell auch. Denn ich möchte hier dann doch früher oder später einen Weg rumführen. Wobei wir das auch direkt machen könnten. Wieso kann ich denn jetzt hier schon wieder keinen Weg hinsetzen? Ach Mensch, Leute. An dem Wegetool hat sich jetzt nicht so viel getan, muss man ja ehrlich mal sagen. Gut, dann glätten wir hier mal noch ein bisschen. Ein bisschen stärker, wenn möglich. Und guck mal, ob es jetzt klappt. Nicht wirklich. Das ist allerdings schon ein bisschen schade. Ja, dann lasst uns diesen Weg hier doch einfach neu erstellen. Na komm. Und dann vielleicht einfach schauen, dass wir das Gehege an den Weg heranführen. Aber hier gehe ich nochmal zurück. Und baue dann da vielleicht doch lieber ein zweites Gehege noch ran. Machen wir erstmal ein bisschen die Wegführung. Ich will es auch nicht übertreiben. Lieber ein bisschen einfacher halten. Es ist ja auch die Terrainbearbeitung fehlgeschlagen. Was soll denn das? Okay. Ja, nützt ja dann nichts. Dann müssen wir das jetzt erstmal so lassen. Ist natürlich irgendwie... Nun gut, wir bauen im Regen weiter und wir müssen erstmal zusehen, dass wir hier auch einen Zugang schaffen zu diesem Gehege. Und schicken da direkt mal unsere Tapir hin. Einer noch. Gut. Dann schauen wir mal, wann sie ankommen und dann gucken wir, dass wir denen das Gehege mal ein bisschen auf Vordermann bringen. Ich hoffe ja, wir haben jemanden, der das übernimmt und die herbringt. Ja, da kommen sie. Dann pausieren wir doch mal kurz. Nein, dich wollte ich jetzt gar nicht. Steh mir doch nicht im Weg. Einen Tapir hätte ich gern. So. Das Gelände hat viel zu viel Gras. Zu wenig Kurzes allerdings. Dann fangen wir doch da an der Stelle einfach mal an. Verteilen hier ein bisschen kurzes Gras. Zu wenig Erde. Das kriegen wir auch geregelt. Ein bisschen Fels können wir noch verteilen. Und dann sieht es doch schon ganz gut aus. Zumindest was das Gelände betrifft. Wasserfläche brauchen wir noch. Na, dann würde ich sagen, basteln wir uns hier hinten einen kleinen Tümpel hin.
Reicht das? Ja, sieht gut aus. Das reicht vollkommen. So, dann haut das schon mal hin. Wir brauchen aber auch noch den stabilen Rückzugsort. Das ist an sich jetzt aber auch nicht das Problem. Ach Quatsch. Gehege, oder? Genau, der Rückzugs... Oh, was haben wir hier so alles Schönes? 4x4x2, das dürfte eigentlich sogar schon ausreichen. Und das passt auch, um ehrlich zu sein, ganz gut zu diesem Gehegezaun. Können wir noch ein bisschen absenken. Genügt der schon, oder... Nee, der reicht bei weitem noch nicht. Nun, dann müssen wir auf jeden Fall noch hingehen und noch einen bauen. Mindestens mal einen. Prozent, okay. Ja, dann wo ist hier eigentlich der Unterschied? Eine gute Frage. Naja. Wie dem auch sei, vielleicht hier an die Seite doch noch einen zusätzlichen. Jetzt kommen wir der Sache näher. 80%, das würde mir fürs Erste genügen. Aber den müssen wir noch ein kleines bisschen absenken. Der schwebt nämlich leicht in der Luft. Gut, Gehege, Unterschlupf, dann könnte man hier noch so ein bisschen... zwei, drei davon verteilen. Gut. Und gut, von hier oben kann man die ja ganz anständig sehen. Dann sollten wir hier auch die Infotafel aufstellen. Wieso habe ich nur eine Vivarien-Infotafel? Das ist jetzt aber doof. Das ist aber ziemlich doof. Naja, gut, dann halt erstmal nicht. Der Zoo selber läuft ja ganz okay. Okay, das Gelände passt. Die Bepflanzung passt überhaupt nicht so wirklich. Wir haben tropengemäßigt Graslandschaft aus Süd- und Mittelamerika. Tropengemäßigt und Graslandschaft aus Mittelamerika. Ich möchte es mal gern nicht an der Oberfläche ausrichten. Was haben wir denn sonst noch so Schönes? Ja, das könnte hier eigentlich noch mit drauf. Oh, das sind aber große Bäume. Das, nee. Wir bleiben mal noch ein bisschen kleiner.
verteilen wir noch ein paar davon und dann schauen wir mal, ob wir ein bisschen kompaktere Bäume noch haben. Kokospalmen. Gut, was haben wir denn noch so Schönes? Hier haben wir noch ein bisschen was Hängendes. Das könnte man eigentlich hier so mal ein bisschen... so war das jetzt eigentlich nicht gedacht. Ja, das war tatsächlich eher so gedacht, aber gut, das... Stichpalme. Ah, na, das sieht doch ganz gut aus. Und jetzt vielleicht noch irgendwie was, ein paar kleinere Pflanzen so im Bereich der Stämme von den Bäumen und dann kommen wir der Sache schon näher. Sieht halt einfach immer schöner aus, wenn da ein bisschen am Fuße des Baumes noch was anderes wächst. Gut, so, dann belassen wir es erstmal dabei. So, die Filter nehmen wir hier mal wieder raus. Was benötigen wir denn sonst noch so? Lebensqualität, Futterbeschäftigung für den mittelamerikanischen Einrichtungen. Nee, Gehege. Lebensqualitätobjekte und zwar für... mittelamerikanischer Tapir haben wir nichts. Achso, ja, nee, zum Klettern haben wir da natürlich nichts. Dann bauen wir da eine Reibesäule hin. Vielleicht hier drüben einen Sprinkler und Futterspender, fast groß, Beschäftigungsfutterbox. Ja, wieso denn nicht? Vielleicht schön mittig platzieren. Die Frage ist, wird das jetzt für alle ausreichen? Vielleicht noch ein Früchtebaum hier und da. Dann schauen wir mal. Gut. Da scheinen die jetzt schon ziemlich zufrieden zu sein. Oh, es sind zu viele. Da habe ich dann wieder nicht genug Rückzugsorte. Und ein bisschen zu wenig Fläche. Gut, dem kann man ja Abhilfe schaffen. Weil wenn wir das jetzt so lassen, bringt uns das am Ende alles nichts. Wir müssen ja dann früher oder später noch hingehen und die Zufriedenheit unserer Tiere nach oben bringen. So, und hier hätte ich jetzt gern nochmal einen zusätzlich. Könnten wir nicht eigentlich hingehen und sagen, wir haben so viele Tapirs da drin. Wir bringen das Gehege einfach doch bis hier vor. Jetzt müssen wir hier das Ganze aber mal noch ein bisschen anheben, sonst geht das in die Hose. Hm.
Okay. So kommen wir der Sache vermutlich ein bisschen näher. Und dann brauche ich mal noch eine Kopie hiervon. Am besten gleich mindestens zwei. Und vielleicht noch ein drittes. Das muss dann aber noch ein Stück nach unten. Ja, das geht so, klar. So, wie sieht's denn jetzt aus? Besser. Aber trotzdem immer noch nicht genügend Rückzugsorte und viel zu viel langes Gras. Ja gut, das war jetzt irgendwie klar.